zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Forza Motorsport, der Rampenlicht-Tour, hier auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, heute steht tatsächlich jetzt mal wieder ein neues Fahrzeug in den Spotlight im Rahmen der Rampenlicht-Tour. Und es ist nicht tatsächlich der Audi RS7 Sportback, weil mit dem bin ich tatsächlich in der gestrigen Live-Aufnahme wiederum zu Zeitpunkt der Aufnahme hier im Builders Cup gefahren. Und heute widmen wir uns im Rahmen der Rampenlicht-Tour einem ganz anderen Fahrzeug, auf das ich unfassbar gespannt bin. Ja, und es ist auch für mich wirklich das erste Spotlight-Car, wo ich auch sage, ja, wird dem Titel Motorsport denn wirklich gerecht? Ja, um da jetzt euch nicht lange auf die Folter spannen zu wollen, werden wir uns das Fahrzeug jetzt auch direkt kaufen. Ich habe auch im Rahmen der letzten Live-Aufnahme da auch ein bisschen Credits ansammeln können, so dass wir uns hier diesen Wagen leisten können, weil günstig ist das Ding hier tatsächlich nicht. Hätte mich aber auch gewundert, wenn er halt wirklich so günstig gewesen wäre. Und ja, deswegen gehen wir mal in die Autos kaufen Tab. Und ja, das ist das Fahrzeug unserer Begierde, mit dem wir uns diese Woche beschäftigen dürfen. Und zwar nämlich der 2019er Ginetta Nummer 6 Team LNT Ginetta G60 LTP1. Ja, ein LTP1 Prototyp und mit eines der letzten, muss man sogar sagen, bevor dann die Le Mans Hypercar-Serie eingeführt worden ist. Ja, das ist ja im Endeffekt hier die nachfolgende Rennklassengeneration. Ja, vorher gab es ja noch die LMP1 und die wurde dann wiederum unterteilt in LMP1, LMP2 und so weiter. Und ja, das Fahrzeug hier, beziehungsweise dieser Prototyp, ist ja eigentlich mit der letzte Vertreter der LMP1 gewesen. Und ja, dass wir generell einen Ginetta im Motorsport haben, ist schon ziemlich, ziemlich nice und generell auch eine willkommene Ergänzung. Und ich finde auch tatsächlich, dass die Marke Ginetta selber ja auch im Motorsport hier sehr, sehr gut reinpasst. Und ja, wir können uns das mal in Ruhe mal angucken in Form der Autostatistik. Und wir sehen auf jeden Fall Bremsen und Handling, ja, eine absolute Traumwertung von 10 von 10. Allerdings mit einem kleinen Haken. Und nein, es liegt jetzt ausnahmsweise nicht an dem Preis. Der Preis ist für einen Prototyp sowieso irgendwie eher zu günstig. Für das Spiel selber an sich zu teuer. Aber lassen wir es mal so stehen. Haben wir nebenbei auch 30% Discount. Nee, das eigentliche Problem seht ihr hier am Vorschaubild. Nämlich ist das Fahrzeug Heck angetrieben. Und das könnte wirklich eher ein richtiger Downgrade werden. Ja, wenn wir da mal bedenken, gegen welche andere Prototypen wir an den Start gehen. Ja, unter anderem hier mit dem Porsche 919 und dem Audi R18 e-tron Quattro. Ja, was ja beides hier allradgetriebene Fahrzeuge sind. Oh, da bin ich mal echt extrem gespannt. Ja, ansonsten wird dieses Fahrzeug hier angetrieben von einem 2,4 Liter V6 Twin-Turbo Motor und leistet stolze 537 kW. Im Endeffekt sind das dann 730 PS, habe ich schon mir im Vorfeld umrechnen lassen, auf 850 Newtonmeter Drehmoment und 886 Kilogramm Leergewicht. Und die Gewichtsverteilung ist dann natürlich logischerweise ein bisschen mehr in Richtung Heckachse oder beziehungsweise Hinterachse ausgelegt. Und Leistungsgewichtsverhältnis, da brauchen wir jetzt drüber nicht zu diskutieren. Ja, 0,60 ist schon verdammt heftig. Und ja, in dem Fall gönne ich mir jetzt mal das schicke Ding. Ne? Können wir uns gerade so noch leisten, wenn ich mir mal bedenke, wie viel Credits wir uns angesammelt haben. Aber wir schauen uns das Fahrzeug erstmal vorher nochmal in seiner vollsten Pracht an. Und ich muss sagen, das ist echt schon ziemlich fett, das Teil, ne? Auch generell, dass wir einen neuen Prototypen-Spiel haben, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Gerade weil wir ja auch momentan Mangelware hier im Spiel haben, was die Prototypen-Fahrzeuge angeht. Ne? Neben dem Audi und Porsche, den wir haben, haben wir noch den Nissan GT-R LM Nismo. Und ich glaube, das war es auch schon. Ach stimmt, und den Cadillac haben wir ja auch noch, ne? Also den Cadillac V-Series R, aber das zähle ich jetzt nicht, weil das ja wiederum in der Le Mans Hypercar-Klasse einkategorisiert ist. Ja, und der Ginetta ist ja eigentlich so gesehen ja schon das vierte oder fünfte Prototyp, den wir im Spiel haben. Also ich hoffe mal tatsächlich inständig, dass wir da deutlich mehr Fahrzeuge von dieser Sorte noch bekommen. Ich hätte gerne die Motorhaube geöffnet. Geht das nicht, oder? Ah, jetzt. Ja, ein bisschen komisch gerade. Na gut. Boah, guckt euch mal dieses Aggregat an. Das ist schon
Das ist schon ziemlich fett. Auch mit hier, mit dem. Ich glaube, das ist goldenes Aluminium, oder? So Aluminium vergoldet. Also, es sieht irgendwie so aus, ne? Ich meine, dieses Fahrzeug hat man da auch im allerersten Trailer vom Spiel gesehen. Und boah, da sah der echt crispy aus, ne? Der Innenraum, beziehungsweise der Motorraum. Und das muss man sagen, ist das bis heute noch, ne? Ziemlich nett auf jeden Fall. Kann er sich geben? Holen wir uns das Teil. Ohne diese Abdeckhaube. Genau so muss es sein. So, und haben den natürlich nur in der Nummer 6 Lackierung am Start. Ja, dann bleibt uns ja eigentlich so gut wie keine Credits mehr übrig. Unfassbar. Ey, dass ich da jedes Mal aufs Neue so broke bin, ist schon echt bescheuert. Das wäre jetzt ein lustiger Bug, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier mit geöffneter Abdeckhaube hier fahre, so dass man immer den gesamten Motor sehen kann. Das wäre schon irgendwie extrem lustig. So, dann lassen wir uns nochmal zum Thema Upgrade und Tuning gehen, ne, um zu gucken, ob wir da überhaupt was an dem Fahrzeug machen können. Wir können da tatsächlich die Luftzufuhr erhöhen. Das geht, also wir können da nochmal ein bisschen mehr Leistung dem Fahrzeug geben. Nockenwelle lässt sich erhöhen, okay, auch interessant. Dann können wir hier Ballast hinzufügen. Reifenbreite und Mischung anpassen, wobei bei der Mischung ja vermutlich nur die Drag-Reifen dann auswählbar sind. An sich wird er ja standardmäßig Rennreifen haben. Wäre auch irgendwo schon eine Enttäuschung, wenn dieses Fahrzeug das nicht hätte. Und ja, Felgen. Also, wir sehen auf jeden Fall, wir können nicht so viel am Fahrzeug machen. Deswegen, ja, wird das Tuning sich ausschließlich nur auf Feinabstimmung konzentrieren. Und ja, gerade aus dem Feintuning werden wir da unfassbar viel rausholen müssen, um da mit der Konkurrenz mithalten zu können. Wir können ja mal gucken, was wir hier schon mal alles einstellen können. Okay, Reifenübersetzung. Wir können hier die Ausrichtung bzw. Radsturz und Spur anpassen. Stabis können wir anpassen, Feder können wir anpassen, Druckstufenhärte, Aufhängungsgeometrie. Das ist komplett neu, dieses Feintuning-System. Ich habe gar keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Das lassen wir jetzt auch erstmal außen vor. Aerodynamik können wir anpassen. Ja, Bremse und Diff. Also eigentlich so ziemlich alles, was ja, schon mal das Herz begehrt, was eigentlich auch sowieso von einem Prototypen auch schon zu erwarten war. Und ja, das wird das Fahrzeug unserer Spotlight-Tour werden. So, und ich würde mal sagen, um dieses Fahrzeug mal ein bisschen näher kennenzulernen, ja, schicken wir es wie die anderen Spotlight-Cars, die wir in den letzten Wochen hier gefahren haben, ja, in das Rivalen-Event. Und zwar nämlich auf Spa. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir bei der Tour, mit dem wir bei der Ginetta antreten werden, wahrscheinlich auch ein Event in Spa haben werden. Von daher eignet sich das ja nahezu perfekt, um das Fahrzeug dementsprechend an sein Limit bzw. an seine Grenzen kennenlernen zu dürfen. Und ja, wählen das einfach mal aus, ne? Wollen wir mal gucken, was der Ginetta da so drauf hat. Ich bin echt sehr, sehr gespannt drauf. So, das ist ein Tag, das passt ja auch eigentlich ganz gut. Ich bin ja echt gespannt, welche Fahrzeuge denn im nächsten Monat dann ja auf uns zukommen wird. Oder wir dann erwarten dürfen. Ich glaube, so oder so, wir brauchen jetzt unbedingt an Kraftstoff und Co. anzupassen, weil es ist sowieso egal, es ist ja ein Rivalen-Event, da gelten eigentlich gleiche Voraussetzungen und Bedingungen für jeden von uns. Ja, es geht eigentlich nur grundsätzlich darum, dass wir jetzt erstmal das Fahrzeug mal ein bisschen an sich kennenlernen, gucken, wie er sich handelt, gerade weil das Fahrzeug ja auch im Gegensatz zu allen anderen Konkurrenten hier Heckantrieb hat. Ja, der Nissan GT-R LM Nismo hat wiederum Frontantrieb, was noch bescheuerter ist als ohnehin schon. Also, ja, ich glaube, wenn wir uns da gleich der. Okay. Oh, das Wetter auch, aber sowieso nochmal ein komplett anderes Fahrgefühl werden. Oh, okay. Ja. Da habe ich jetzt schon ein bisschen mit dem Gaspedal übertrieben. Okay, hier muss man ja wirklich lernen, hier mit dem Gaspedal zu dosieren.
Oh, hier muss man ja wirklich lernen, mit dem Gaspedal zu dosieren. War aber auch eigentlich abzusehen gewesen. Weil, ja, Heckantrieb mit unfassbar viel Leistung und so wenig Gewicht ist eigentlich keine gute Kombination. Ah, okay, wie schnell der sich dreht, ist ja echt schon unglaublich. Okay. Ja, ich sehe schon. Oh, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit brauchen, bis wir uns hier mit dem Fahrzeug hier eingefahren haben. Ja, also ich wüsste eigentlich auch schon gleich direkt, was wir im Feintuning alles umstellen müssen. Wir brauchen deutlich mehr Grip. Also ich weiß nicht, was mit dem Fahrzeug hier los ist, aber irgendwie fasst er da auf der Strecke hier wirklich kaum Grip. Ja, durch den Heckmotor, der ja auch wirklich unfassbar viel Leistung hier produziert, ja, kommt er sowas von schnell ins Übersteuern. Aber vielleicht muss man sich auch erstmal mit dem Fahrzeug hier einfahren. Ist ja auch nochmal was komplett anderes. Wir fahren ja auch das erste Mal in dem Spiel hier jetzt mit dem Prototypen. Und die haben ja sowieso nochmal eine eigene Fahrweise. Oder andere Eigenschaften. Oh Gott. Oh oh. Ah, ich hätte doch lieber vielleicht irgendwie den Porsche 919 genommen. Na gut, aber müssen wir mit dem jetzt zurechtkommen, was uns zur Verfügung steht. Ui, der ist nicht einfach. Der ist nicht einfach zu fahren. Also man könnte dieses Fahrzeug so ein bisschen mit dem KTM Expo GT2 vergleichen auf Steroide. Das trifft es ganz gut. Können wir eigentlich hier schon im Feintuning was anpassen? Nee, oder? Das geht tatsächlich nicht. Okay. Ich wüsste schon auf jeden Fall gleich, was wir da umstellen müssen. Und das ist einiges. Also, dass er da mit dem Heck tänzeln wird, das ist eine Eigenschaft, die wir so nicht mehr rausnehmen können. Da hat das Fahrzeug einfach viel zu viel Leistung. Und bei so einem geringen Gewicht von ca. 900 Kilo... Boah, ist das schon ein dickes Biest auf jeden Fall. Wir müssen aber irgendwie trotzdem gucken, dass wir gerade dieses übersteuernde Heck reduziert kriegen. Ich sag ja, es wird sehr, sehr viel vom Feintuning abhängen, dieses Fahrzeug hier bändigen zu können. Ja, ist nicht ganz einfach. Wenn man minimal zu sehr aufs Gas drückt, dann wird das Heck sofort instabil. Das ist auch noch etwas, was ich so noch nie im Spiel bisher wahrgenommen habe. Also nicht mal beim KTM, und da drehen wir uns wieder ein. Uiuiui. Das ist eher irgendwie so eine Tanzshow als hier alles andere, ne? Na gut, bei dem Rivalen-Event geht es jetzt auch nicht irgendwie darum, dass wir da jetzt irgendwie in den vorderen Plätzen landen werden. Aber ich habe auch schon hier und da mitbekommen, dass der Ginetta hier für die Prototypen Power Tour keine gute Wahl darstellt. Ja, und das kann ich auch absolut verstehen. Oh, Entschuldigung. Das hat mich jetzt aber gut erwischt. Ja. Also Power hat das Ding ja genug. Das dürfte nicht das Problem sein. Ich werde auch einen Teufel tun, da Luftmengenbegrenzer hier noch hier reinzusetzen. Also das will ich definitiv nicht machen. Man könnte vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mit dem Ballast spielen.
um dem Fahrzeug ein bisschen mehr Gewicht zu geben. Ja, ich weiß, das ist natürlich jetzt für einen Prototypen an sich kontraproduktiv. Ja, weil, naja, man will ja das Maximale hier aus diesem Rennfahrzeug rausholen. Aber der testet mir momentan viel zu viel mit dem Heck. Und bei 54%iger Gewichtsverteilung auf der Hinterachse verstehe ich das schon, warum ich das so denke. Ja, da muss auf jeden Fall der Reifendruck deutlich erhöht werden. Die Bremsverteilung muss auch nochmal angepasst werden. Tatsächlich mehr Richtung Front. Aber das kriegen wir schon hin. Hoffe ich zumindest. Das ist ja auch so das Ziel dieser Rampenlicht-Tour, dass wir da uns ein bisschen mit dem Fahrzeug hier warm werden. Ne, und dafür machen wir auch jetzt erstmal ein wunderschönes Thumbnail hier für diese Ausgabe. Oh, diese Lichtschimmung sieht aber auch ganz gut aus. Hier mal schön aus der Perspektive. Katsching. Oh, 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 oh. Ja, Bremskraft ist auf jeden Fall vorhanden. Also man muss ja jetzt nicht unbedingt am Bremsdruck was anpassen. Es geht. Ja, ganz gut, wenn wir schon mal eine saubere Runde hier kriegen könnten. Aber ja, auch die Runde ist jetzt schon unsauber. Ich weiß aber auch jetzt nicht warum. Ob ich ja irgendwie abseits der Strecke kurz gekommen bin oder nicht. Das Witzige an der ganzen Geschichte ist nämlich, dadurch, dass ich diese Trainingseinheiten rausnehmen werde, hier für die Rampenlichtfolgen, ja, werden wir das Feintuning ja direkt im Vorfeld anpassen und dann komplett blind reingehen. Und da muss man irgendwie immer drauf hoffen, dass das Feintuning seinen Sinn erfüllen wird. So, jetzt möchte ich aber mal nochmal eine saubere Runde hier hinkriegen. Ja, man merkt auch, glaube ich, hier und da, wie krass ich mit dem Gas dosieren muss. Na, und auch mit der Bremse muss man auch extrem vorsichtig sein. Okay, das ist ein KTM Crossbow GT2, ein bisschen auf Steroide. Das trifft schon ganz gut eigentlich. Man muss ja auch bedenken, ich fahre ja auch ohne ABS, ohne Traktionskontrolle, ohne gar nichts. Also das Einzige, was ich als Hilfsmittel benutze, ist die Ideallinie beim Bremsen. Ansonsten mache ich alles per Hand. Konzentriere mich jetzt noch mal ein bisschen. Also sorry, wenn ich da zwischendurch auch tatsächlich jetzt nicht so viel rede. Aber man muss sich halt wirklich jetzt hier dermaßen konzentrieren, dass man da irgendwie eine einigermaßen vernünftige Rundenzeit hier bekommt. Oh, und wie habe ich mich eingedreht? Gibt's doch nicht. Die Kiste ist nicht einfach zu bändigen, sage ich mal ganz ehrlich, wie es ist. Also eine Serie ist auf jeden Fall für die Katz. Ja, damit haben wir auch hier wieder mal eine unsaubere Runde gefahren. Ich gebe ja gleich auf jeden Fall noch mal eine Runde. Wenn die auch unsauber wird, dann brechen wir auch das Training ab. Aber wie gesagt, auch schon mal ein komplett anderes Fahrzeug. Dass man auch noch die Nockenwelle noch anpassen kann bei dem Ding, ist mir ein bisschen ein Rätsel. In welche Klasse will man das Fahrzeug denn katapultieren? Also ich würde niemals auf die Idee kommen, hier einen Prototypen in die X-Klasse hier
aufsteigen lassen zu wollen. Er ist ja, da bist du ja nur noch am Konzentrieren. Ich merke schon, ich bin auch teilweise noch sehr vorsichtig. Also ich habe da noch die Bremspunkte noch nicht so ganz raus bei dem Teil. Ja, zu Beginn dieser Folge noch gelobt, dass wir so ein cooles Fahrzeug hier hinzugefügt bekommen haben. Ja, bis dann die bittere Wahrheit rauskommt, dass wir eigentlich einen heckangetriebenen Prototypen am Start haben. Ja, hey, aber immerhin ist der puristisch, ne? Also, nichts mit hier vielen elektronischen Systemassistenten, sondern hier immer noch schön mit Heckantrieb, so wie es auch die früheren Prototypen damals hatten. Okay, die Double Gauche habe ich ganz gut hingekriegt. Wie wir jetzt das Campus hier bewerkstelligen können. Ja, nicht so ganz gut. Ja, wir sind auch von der Zwischenzeit her nicht so überragend unterwegs. Aber lieber ein bisschen safe fahren. Als sich hier mir wieder eine unsaubere Runde hier einholen zu können. Ja. Wird lustig. Ich glaube, das wird sehr, sehr lustig werden hier mit dem Prototypen. Auf die Herausforderung freue ich mich. Sag ich ganz ehrlich. Eieiei. So, aber kriegen wir ja trotzdem gut Credits hierfür. Und mit hier kaputten Frontscheinwerfern. So muss das. So, da haben wir jetzt hier die Reifenbreite freigeschaltet. Das werden wir auf jeden Fall mal gut gebrauchen hier. Also bei dem Grobtuning, wie ich das jetzt mal so benenne oder betitel, da werden wir definitiv auf Handling gehen. Also ich werde da, wie gesagt, einen Teufel tun, da extra Leistung hier rein zu pfeffern in das Fahrzeug, weil das hat es überhaupt nicht nötig. Ja, und ansonsten müssen wir sehr, sehr viel auf Handling setzen. Also ja, die groben Baustellen, die habe ich ja schon herausgefunden bei dem Ginetta. Ob die was bringt, ist ja natürlich nochmal eine andere Frage. Aber nichtsdestotrotz, ja, werden wir in der letzten Streckentour tatsächlich hier in Prototypen Power unterwegs sein. Und die erste Strecke führt uns ja direkt nach Le Mans. Ja, mal gucken, ne? Ich bin neugierig. Prototypen sind der Inbegriff von Innovation. Modernste Technologien, herausragende Leistung und beispielloses Handling dank moderner Aerodynamik und enormen Abtrieb. Diese ultimativen Sportwagen sind der Traum jedes Rennfahrers. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich jetzt sehe, dass wir hier gegen den Audi und gegen den Porsche 919 Hybrid antreten, ich sag's mal so, ich sehe mit dem Ginetta schon kein Land mehr. Gar keine Schnitte. So. Ja, dann wollen wir mal sehen, welche Fahrzeuge wir denn sonst noch zur Verfügung haben. Also wie gesagt, den Ginetta, das ist ja unser Spotlight-Car, der ist ja auch unter der Vorgestellt hier mit aufgelistet. Ja, dann haben wir den 2014er Audi Nummer 2 R18 e-tron Quattro. Die modernere Audi R18 gibt es ja auch, ne? Also da hätte ich mich ja mehr gefreut, wenn wir die 2016er, 17er Variante von dem haben. Komisch. Ja, dann der angesprochene Nissan Nummer 23 GTR LM Nismo. Ja, das Fahrzeug, was Frontantrieb hat. Also noch beschissener als ohnehin schon. Ja, dann dem Porsche Nummer 2 Porsche Team 919 Hybrid. Ja, das einzige Fahrzeug, was in der X-Klasse unterwegs ist. Ich glaube, der Audi hat
ja, 979, der ist einfach mal ganz entspannt auf X unterwegs. Ja, wenn man hier Metafahrzeug hier haben möchte, here you go. Und ja, der 2014er Toyota Nummer 8 Toyota Racing TS040 Hybrid. Davon gibt es auch schon eine modernere LMP1 Variante, nämlich den TS050 Hybrid. Hätte ich mich auch gefreut, wenn wir das Fahrzeug im Spiel haben. Also, ja, man muss ja auch ehrlich sagen, hier die LMP-Klasse hier in Forza echt altbacken, außer der Porsche. Aber ansonsten der Rest eher, ach. Also da müssen die auf jeden Fall mal ein bisschen nachlegen, ne? Aber wir wählen jetzt tatsächlich mal Gin Jetta aus. Und ja, gucken wir mal, was wir denn so in dieser Veranstaltung denn so erreichen können. Okay, wir fahren auch tatsächlich hier mit Schikanen. Ja, und Limited X, genau. Ja gut, ansonsten würde ja der Porsche hier nicht mit reinpassen. Gut. Wir werden mal gucken. Ich überlege tatsächlich, ob wir da nicht wirklich mit bisschen mit Ballast gehen. Um dem Fahrzeug tatsächlich ein Tickchen mehr Gewicht zu geben. Weil das würde ja, glaube ich, schon so ein bisschen hier die Verteilung ein gutes Stück umstellen. Auch drauf geschissen, ob wir dann dadurch hier viel LI verlieren oder nicht. Aber ich würde dem tatsächlich erstmal leichten Ballast geben. Einfach mal, damit wir weniger mit dem Heck tänzeln müssen. Ja, ansonsten 800 Punkte. Wir können die Reifenbreite erhöhen. Wir maximieren das auch. Ja, wenn uns da schon die Möglichkeit gewährt. Ja, ansonsten haben wir hier, ja, wie angesprochen, die Beschleunigungsrennreifen hier zur Verfügung. Ja, an sich hat er ja schon, ja, Full Slicks. Deswegen, da müssen wir nichts dran machen. Und ja, dann war es das auch schon mit dem Tuning. Also, wir können ja natürlich noch mehr Leistung machen, aber ich habe ja schon gesagt, ich werde das nicht tun. Locken wir dann vielleicht, damit das Fahrzeug dann noch ein bisschen geiler klingt bei den hohen Drehzahlen. Aber, ja, ansonsten ist ja mehr im Tuning hier nicht möglich. Also, das ist halt wirklich nur das Einzige, was wir machen können. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist ja jetzt auch noch, wir sind immer noch nicht in der X-Klasse. Ach, so, was wir jetzt aber hier auf jeden Fall machen werden, ey, ich muss den Reifendruck deutlich erhöhen. Also, ey, das ist auch nur mit 1,6 Bar unterwegs. Das ist ja nicht normal. Jetzt ist halt natürlich die Frage, machen wir mal relativ ausgeglichen oder... Ja, eigentlich macht es ja schon mehr Sinn, wenn wir auf dem Front nochmal mehr Reifen geben. Ne, weil ja im Heck sich der Motor befindet. Ich probiere das mal mit der Einstellung. Ansonsten, Übersetzung ist eigentlich ganz okay. Also das habe ich jetzt nicht so negativ angesehen. Gut, ich muss auch sagen, ich habe da jetzt auch nicht so sehr drauf geachtet. Aber... Wir sehen ja auch die Max-Werte, ehe er die Drehzahl oder die maximale Drehzahl erreicht hat. Da könnte ich ja schon sagen, okay, wir machen mal gerade hier den dritten, vierten und fünften Gang nochmal ein bisschen länger. Dann ist er auch ein Tickchen ausgeglichener. Den machen wir wiederum ein bisschen kürzer und den auch. So, mein 40er Schritt ist eigentlich ganz okay. Oh, aber auf Le Mans brauchen wir aber auch ein bisschen Topspeed, ne? Ja, gehen wir mal damit. Ich denke mal, das passt jetzt auch erstmal. So, ansonsten Radsturz. Oh, da würde ich, glaube ich, so mit der typischen Einstellung hier reingehen. Ein bisschen mehr. Ja gut, aber wobei, das ist ja auch so die Sache, ne? Je weiter verwinkelt ist, desto weniger Auflagefläche haben wir ja auf dem Asphalt. Also eigentlich macht es ja sogar mehr Sinn, wenn wir da mit dem Radsturz ein bisschen... weiter ins Positive gehen. Ja, ich denke mal, das ist eigentlich so erstmal ganz okay. Sonst Spur ändere ich nicht. Nachlauf ist auch soweit ganz in Ordnung. Bei den Stabis ist der schon relativ weich. Beziehungsweise relativ hart vorne. Ja, da will ich auf jeden Fall ein bisschen mehr geben. Allgemein auch ein bisschen... Ja, damit die Stabis nochmal ein bisschen strammer werden. Bei den Federn... Ja, gleich mal einfach mal so ein bisschen die Werte an. Ansonsten von der Fahrhöhe ist es soweit ganz okay. Ansonsten... Ja, machen wir auch generell hier nochmal ein bisschen härter. Also, ja, das ist jetzt natürlich ein Tuning, wo ich jetzt unfassbar viel versuche anzupassen. In der Hoffnung, dass das hier jetzt überhaupt irgendwie den gewünschten Erfolg erzielt. Das fasse ich tatsächlich nicht an, weil ich habe da diesbezüglich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dieses Tuning hier macht.
Ansonsten Abtrieb, gut, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr ja, in die Kurven gehen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt Geschwindigkeit. Da werde ich mal allgemein ein bisschen mehr Anpressdruck drauf geben. Ja, das passt ja noch. Das geht vollkommen klar. Ansonsten Bremskraft tatsächlich mehr Richtung Front. Und Druck ist da nicht eigentlich das Problem. Und Diff. Diff würde ich da tatsächlich beim Bremsen nochmal ein bisschen mehr sperren wollen. Ansonsten lassen wir das erstmal so, wie es ist. Ja, also es ist tatsächlich jetzt ein beklopptes Tuning. Aber gucken wir mal, ne? Dafür ist ja auch jetzt das erste Event da. Schauen wir mal, wie das sich jetzt handeln wird. Und im schlimmsten Fall, wenn das wirklich kacke werden sollte, dann ja, können wir das dann in den nächsten Folgen ja auch anpassen. Also das ist ja jetzt nicht das große Thema. Auf Le Mans sind wir auch noch nie gefahren. Also auch das erste Mal, dass wir uns jetzt auf dieser Strecke uns bewegen werden, hier. Tertre Rouge ist die letzte Kurve, bevor du die legendäre Mulsanne-Gerade hinunterrast. Also nutzt die volle Breite der Strecke und auch die Curbs, wenn nötig. Nein, ich werde die Curbs sowas von vermeiden, ja? Das habe ich seit der letzten Live-Aufnahme auch ein bisschen ja, auf die harte Tour lernen müssen. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Runden wir fahren. 3 Runden? Das wird aber recht ein langes Rennen hier. Dann müssen wir auch extrem viel hier mitnehmen. Ja, dann natürlich gehen wir auf die Soft-Reifen-Mischung. Wer hätte das auch gedacht? Könnte aber auch sonst bekloppterweise auf Regenreifen gehen, aber nein. Wir gehen natürlich auf Soft. Und ja, hätten theoretisch noch eine Trainingsrunde, aber ich würde mir mal einfach mal kurz das Fahrerfeld mal angucken. Ja, eigentlich so von allen Prototypen haben wir ein bisschen was dabei, ne? Ja, auch unsere Ginetta-Freunde, würde ich sie jetzt mal nennen, sind ebenfalls am Start mit einem deutlich schlechteren LI als unsers. Kann man machen. Ja, dann legen wir los, ne? Ich sehe schon, ey, wieder wird das eine recht lange Folge werden. Aber gut, wir haben uns auch relativ viel Zeit hier im Rivalen-Event hier verbracht. Also, ja, gucken wir mal. So, überspringen wir das Ganze. Ja, ich weiß, das ist eine wertvolle Gelegenheit, die Credits und Erfahrungspunkte zu sammeln, aber brauchen wir nicht. Wie viel Scheiß denn hier? Er steht aber schon stylisch hier, der Ginetta. Muss ich aber sagen. Eigentlich ist das die Ginetta, oder? Oh, wir fahren sogar in die Nacht rein. Das ist ja noch mal besser. Okay. Wollen wir mal gucken. Ja, aber die Ginetta scheint ja keine schlechte Figur gemacht zu haben. Also werden wir uns dann wahrscheinlich hier... Ja, natürlich. Der auf Platz 16 hat ja alles wieder versaut. Oh, da muss ich mich ja hinter dem jetzt noch platzieren. Danke. Danke für nichts. So, wollen wir mal gucken. Okay, soweit passt das. Ja, da werden wir mal zum Rennen gehen und hoffen, dass wir da ein bisschen was reißen können. Hier auf Position 16. Ja, also ich starte eigentlich grundsätzlich immer ja, hinter dem letzten Spotlight-Car. Ja, das habe ich auch schon so beim KTM Expo gehandhabt. Genauso auch beim FX6K Evo. Das machen wir jetzt auch hier in dieser Rampenlicht-Tour genauso. Ja, damit wir auch ein bisschen hoffentlich schönen Kampf haben hier und da. Ich bin sehr neugierig. Also es könnte jetzt tatsächlich mit dem Tuning ein bisschen in die Hose gehen, aber... Naja, wo bleibt aber auch der Reiz, ne? So, ab zum Rennen. Alter, dass der Nissan hier auf Platz 1 steht. 1 bis 4. Hätte ich so nicht gesehen, aber naja, gut, ne? Wenn das Spiel so sagt, ist okay. Anscheinend. Ey, mit 40 km/h fliegenden Start zu machen. Ja, man merkt schon, man hat unfassbar viel Power. Wenn man da schon Burnout hier an der Startlinie schon... Ja, moin. Alter, was war das denn?
Das war ja eine richtige Divebomb des Todes gewesen. Ja, und das Lustige war, wir haben die Strafe bekommen. Oh Mann, oh Mann. Ich sehe schon, das wird eine ziemlich wilde Meisterschaft. Das sehe ich jetzt schon. Ich glaube, man merkt schon, es kommt vielleicht ein bisschen Ernüchterung breit. Ein bisschen Ernüchterung kommt schon, langsam. Oh, hat der Porsche auch hier Michelin-Reifenmischung? Hatte der nämlich im Motorsport 7 so nicht gehabt. Entschuldigung. Er ist einige auch hier einfach in den Geraden abbremsen. Ist ja so bekloppt. So, fahren wir jetzt sehr langsam. Ja, Entschuldigung, ließ sich nicht vermeiden, der Kontakt. Oh Mann, wir werden sehr, sehr viele Kollisionen haben. Aber ich glaube, da sollten wir wirklich einfach mal auf Nummer sicher fahren. Ich habe auch jetzt nicht wirklich den Anspruch, hier Erster werden zu wollen in der Meisterschaft. Das wird unmöglich werden. Ja, genau. Die KI kommt aber auch irgendwie nicht so ganz hier mit dem Fahrzeug zurecht, ne? So. Jetzt kommen Windschattenduelle. Hier auf dem Mulsanne gerade. Ja, ich weiß, dass ich ein bisschen am Topspeed tatsächlich was eingebüßt habe. Uiuiui, okay, da habe ich jetzt die Kurve echt gutes Stück überschätzt. Ja, also man muss immer noch ein bisschen mit dem Gas dosieren, das ist halt echt unglaublich. Ja, jetzt haben wir auch keinen Vordermann, das heißt, wir können uns da jetzt nicht hier mit dem Windschatten ranziehen. Aber fährt sich jetzt tatsächlich im Vergleich zum Rivalen-Event ein bisschen besser auf jeden Fall. Also wir haben schon mal keine verkehrte Tuning-Basis entwickelt. Aber es gibt noch ein gutes Stück Optimierungsbedarf. Ich glaube, ich müsste tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Gewicht dem Fahrzeug geben. Aber gut, fahren wir jetzt mal das Rennen und schau mal, wie weit wir kommen. Ich meine, von 16 auf 6 ist da schon eigentlich ein guter Start. Mal gucken, ob es für mehr reicht. In dieser Nachtstimmung sieht das aber auch echt hier gut aus, ne? Ja, ich sag das ja immer wieder, aber Forza hat das in Sachen Lichtstimmung echt ganz gut hinbekommen. Aber hier hätte man eigentlich nicht so stark bremsen müssen. Aber die Ideallinie hat es jetzt so vorgegeben. Wird die wohl auch, denke ich mal, stimmen. Was das Komische hierbei ist, wir haben hier die Le Mans-Strecke im Spiel, aber wir haben hier nicht den Grand Prix-Kurs mit drinne. Also die Paul Richard-Kurs oder wie auch immer das Ding heißt. Aber der ist ja schon in der Box. Das heißt, wir machen jetzt schon nochmal einen Platz gut. Sehr schön. Oh, wir müssen auch so ein bisschen auf die Reifen achten, ne? So, hier seht ihr jetzt das erste Mal auch die Telemetrie. Bei 6% ist aber alles easy. Ja, wir haben auch auf der Strecke jetzt nicht wirklich eine hohe Temperatur, also von daher Reifenabnutzung wird es, glaube ich, nicht unbedingt das Thema werden.
Ja, aber fährt sich schon gut, ein bisschen besser auf jeden Fall. Also, wir haben da schon mal das Tuning zumindest schon mal ein bisschen in die positive Richtung entwickelt. Also, der fährt sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so unkontrollierbar, wie es zu Beginn des Rivalen-Events der Fall war. Also, der bricht jetzt auf jeden Fall jetzt nicht mehr so krass mit dem Heck aus, außer man provoziert es natürlich. Man muss halt weiterhin sehr vorsichtig mit dem Gas sein, beziehungsweise auch mit dem Bremsen. Weil da ist der halt besonders an den Stellen noch sehr, sehr zickig unterwegs. Okay, welche Werte hier funktionieren eigentlich? Tire Pressure. Stimmt das eigentlich? Ja, teilweise. Oh, wir fahren jetzt wirklich in die Nacht rein. Es gibt nochmal wirklich nochmal ein etwas anderes Flair auf jeden Fall. Hat schon was, muss man wirklich sagen. Auch wenn wir natürlich die Nacht schon in Motorsport 7 und 6 hatten, hier auf Le Mans. Aber hier kommt es doch nochmal wirklich ein gutes Stück besser rüber. Ja, also wir müssen das Fahrzeug auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter optimieren. Ist immer noch nicht perfekt. Aber wie gesagt, wir haben ja schon eine sehr, sehr gute Grundbasis aufgebaut. Aber wenn jetzt die anderen Veranstaltungen genauso lang werden, dann ja, könnt ihr euch schon mal auf sehr lange Folgen hier euch freuen. Ich sehe jetzt schon hier den Timer, aber wir haben schon fast 45 Minuten. In der Nacht ist es jetzt aber ein gutes Stück schwerer auf jeden Fall, hier die Strecke richtig sehen zu können. So, letzte Runde. Letzte Runde, du schaffst das. Dieser Auspuff-Sound irgendwie ist voll geil. Und dieses Plumpe einfach. War das schon gut? Ja, es gibt schon doch einige Facetten, die ich an dem Ginetta mag. Aber auch so einige, die mir überhaupt nicht gefallen. Ja, wir haben uns jetzt aber auch mittlerweile einen guten Abstand zum Sechstplatzierten aufgebaut. Ja, also gerade jetzt hier auf der Mulsanne-Gerade hätte man jetzt ein bisschen mehr Topspeed sehr gut gebrauchen können. Ich frage mich auch, wie viel Vmax möglich gewesen wäre. Hätte man aus diesem Fahrzeug hier rausfischen können. Man merkt auf jeden Fall, dass er auch aufgrund der Leistung noch nicht mal im Ansatz an sein Limit angekommen ist. Ja, das Fahrzeug muss man wirklich bändigen können, also... Es ist wirklich kein Anfängerfahrzeug, so viel sage ich schon mal. Also, wenn ihr die Wahl habt und ihr jetzt nicht unbedingt hier drauf
wollt, dass ihr unbedingt mit dem Spotlight-Car unterwegs sein wollt für diese Tour, nehmt auf jeden Fall ein anderes Prototypenfahrzeug, am besten eins mit Allrad. Ja, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sichereren Seite, weil dieses Fahrzeug zu beherrschen erfordert wirklich sehr viel Skill, auch vom Fahrer. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da auch jetzt der beste Spieler hier auf dem gesamten Planeten bin. Nein, ich habe ja auch meine Macken, so ist es nicht. Aber ich sag's mal so, ich kann ja mittlerweile schon das Fahrverhalten und auch die Fahrzeuge allgemein mittlerweile sehr, sehr gut einschätzen, auch aufgrund meiner langjährigen Forza-Erfahrung. Und eins kann ich euch schon mal garantieren, vermeidet dieses Fahrzeug, wenn ihr nicht genug geskillt seid, weil damit landet ihr sehr, sehr oft aufs Kiesbett. Ihr müsst das Fahrzeug beherrschen lernen. Es sei denn, ihr wollt natürlich eine Challenge aufbauen, dann ist es natürlich eure Entscheidung. Aber ansonsten nehmt lieber einen Allrad-Prototyp. Ja, nehmt euch den Audi oder den Porsche. Da fährt ihr deutlich sicherer. Oder auch meinetwegen den Toyota. Den GTR LM Nismo kann ich ja schon aus Prinzip nicht empfehlen, weil der ist Frontantrieb. Der ist ja noch schlimmer als der Ginetta. Und Ginetta mit Heckantrieb ist ja schon schlimm genug. Also. Also, eine Empfehlung für das Fahrzeug kann ich jetzt nicht unbedingt rausgeben. Aber wenn ihr eine Menge Purismus haben wollt, ne, dann seid ihr hier mit dem Fahrzeug hier sehr gut bedient. Ansonsten, ja, beenden wir das Rennen auf Position 5. Eigentlich ein solider Start. Habe ich auch schon in der letzten Tour so gesagt, aber das war eine gute Leistung. P5. Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Also da hat unsere Teammanagerin auf jeden Fall was richtig gesagt. Ja, ich meine, zum Starten haben wir halt sehr, sehr viele Positionen gut machen können, weil die KI halt ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte. Ja, tatsächlich ist der eine vor uns da auf jeden Fall ebenfalls mit dem Ginetta ein Platz vor uns gelandet. Auch mit gutem Abstand. Also man sieht dann auch, was mit dem Ginetta möglich ist. Aber dass die Nissans hier so dominieren, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ja gut, muss man auch natürlich sagen, Le Mans ist aber auch größtenteils eine Powerstrecke. Also von daher war es eigentlich schon abzusehen gewesen, dass Nissan da auf jeden Fall sehr, sehr gute Karten hat. Aber das gilt natürlich nicht für die anderen Strecken. Und darauf hoffe ich diesmal sehr, dass es so ist. Die auch nicht ausmalen. Ich hätte diesen Nissan niemals so weit vorne eingeschätzt. Never. Also wirklich niemals. Ich finde den auch von der Optik nicht mal schön. So, 18.000 Credits. Nehmen wir gerne. Also, hätte ich jetzt aber eigentlich für dieses Event ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, Hauptsache wir kriegen ja den VIP-Bonus. Das ist das Wichtigste. Ja, der nächste Schreck. Oh ja, genau, nach Kyalami. Oh Gott, ja, das wird auf jeden Fall eine ziemlich lustige Fahrt hier werden mit dem Ginetta. Aber ja, das werden wir dann dementsprechend in der nächsten Folge angehen. Genau, ansehen könnt ihr euch die auch. Aber nee, das werden wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall behandeln. Und ja, hiermit bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen dieser heutigen Ausgabe. Auch wenn sie relativ lang geworden ist, hoffe ich dennoch, dass euch diese Folge gefallen hat. Und falls es dem so ist, lasst gerne eine Bewertung für dieses Video da, sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits. Auch ein Abo auf den Kanal wäre hier sehr wünschenswert von euch und wünsche euch damit auch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und haut rein!